Hi zusammen, ich bin's wieder, André. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Centerparks Naturliebe. Und ihr wisst's ja bereits schon, hier geht's um die Themen Natur, Tiere, Nachhaltigkeit und DIY-Projekte, die ihr selber zu Hause nachmachen könnt. Wir sind hier heute im wunderschönen und vor allem grünen Centerparks Park Eifel. Beim letzten Mal ging's noch um das Thema, wie sich die Tiere auf den Winterschlaf vorbereiten. Heute geht's dann ein bisschen frühlingshafter bei uns zu. Unser Thema sind heute bienenfreundliche und hitzeresistente Pflanzen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns kommt die Sonne raus, der Frühling kommt zum Vorschein und bringt natürlich auch die Pflanzen und Blumen zum Blühen. Und die sind eine unerlässliche Nahrungsquelle für die Bienen. Und deswegen beschäftigen wir uns heute mit folgenden Fragen und Themen. Was sind hitzeresistente Pflanzen und zugleich bienenfreundliche Pflanzen? Was macht die so hitzeresistent und so lecker für die Bienen? Welche Eigenschaften bringen sie mit und welche Pflanzenarten sind das überhaupt? Und diese Fragen stellen wir gleich Yvonne aus unserem Team Green. Das Green Team kümmert sich darum, dass hier alles im Park Eifel so schön blüht und so schön grün und bunt ist. Deswegen ist Yvonne unsere perfekte Ansprechpartnerin. Und im Anschluss gibt es dann natürlich auch noch ein tolles DIY-Projekt. Was es diesmal ist, seht ihr später. Jetzt treffen wir erstmal Yvonne. Yvonne, erstmal herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns und unsere Fragen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, du bist aus dem Team Green. Vielleicht gibst du uns einen kurzen Einblick, was genau ihr hier im Park macht. Genau, ich bin als Gärtnerin hier angestellt. Ich kümmere mich um die Bepflanzung, ums Rasenmähen, um das Laub entfernen, ums Unkraut entfernen. Also du kennst dich auch perfekt mit unserem heutigen Thema aus. Ich habe es schon vorhin erzählt. Der Frühling erwacht, es wird grüner, es wird bunter. Was empfiehlst du uns, können wir jetzt zu Hause pflanzen? Zum Beispiel Beet- und Balkonpflanzen eignet sich echt super jetzt im Moment. Auch diverse Stauden, insofern man das zu kaufen bekommt. Und, ja. Okay, jetzt ist unser Thema heute hitzeresistente Pflanzen unter anderem. Was können wir uns darunter vorstellen? Darunter versteht man Pflanzen, die gut die Sonne vertragen, die kein Problem mit einem sonnigen Standort haben und die sehr pflegeleicht sind, was die Sonne angeht. Und was macht diese hitzeresistenten Pflanzen dann so bienenfreundlich? Ja, vor allen Dingen die Blüte natürlich. Die spielt eine wichtige Rolle für die Bienen, weil die Bienen sich ja hauptsächlich auch von dem Nektar ernähren und halt den Nektar aus den Blüten holen. Und die Bienen wiederum sind ja auch super wichtig für unser Ökosystem. Das ist richtig, ja. Jetzt mal ganz kurz zu dieser Frage. Was muss ich beachten, wenn ich diese Pflanzen bei mir zu Hause hinsetze? Ja, auf jeden Fall den Standort, dass man einen sonnigen Standort halt wählt. Und natürlich auch auf das Gießen muss man achten, dass man nicht zu viel Wasser gibt. Je nach Pflanze, manche brauchen vielleicht etwas mehr. Hast du denn für mein DIY-Projekt noch ein paar Tipps für mich, auf was ich achten sollte? Ja, zum Beispiel auf das Pflanzloch achten, dass die Pflanze, also dass der Ballen halt genau reinpasst und ruhig ein bisschen tiefer sitzt und dass die Erde schön wieder drüber gemacht werden kann, damit der Ballen bedeckt ist. Dann natürlich das Angießen nicht vergessen und vielleicht auch noch mit Pflanzerde arbeiten. Okay, ich versuche diese Tipps zu beherzigen. Yvonne, vielen Dank bis hierher für deine ganzen Antworten und auch Tipps, die du uns gegeben hast. Wir sehen uns dann später nochmal und zwar, wenn du mein DIY dann bewerten wirst. Da freue ich mich sehr drauf, bin sehr gespannt. Gerne, bitte. So, und mit den Tipps, die uns Yvonne gegeben hat, gucken wir jetzt mal, ob wir hier hitzeresistente und zugleich bienenfreundliche Blumen finden. Los geht's. We've had up, we've had down, we've had warm nights, we've gone round and round. What I know, this much is true, there ain't a color in the rainbow. So, zurück aus dem Baumarkt geht's jetzt ans Einpflanzen. Hier seht ihr alles, was wir dafür brauchen. Natürlich unsere bienenfreundlichen und hitzeresistenten Blumen. Wir haben den Lavendel mit tiefen Pfahlwurzeln. Das heißt, er holt die Feuchtigkeit aus dem Untergrund. Ist sehr beliebt auf Balkon, in Kübeln, aber auch im Garten. Und vor allem lieben die Bienen das. Aber auch andere Insekten, zum Beispiel auch Schmetterlinge. Und dann haben wir noch ein paar andere Pflanzen, die ebenfalls hitzeresistent sind, ein paar sogenannte Bodendecker. Zum Einpflanzen brauchen wir Blumenerde, eine kleine Schaufel, um uns ein Loch zu machen und natürlich ein bisschen Wasser in einer Gießkanne, um das Ganze dann am Ende noch anzugießen. Und jetzt geht's los. Ich habe mich auf den Boden begeben und jetzt wird eingepflanzt. Wir nehmen die Pflanzen, wir nehmen unsere Schaufel und dann machen wir ein Loch.
So, und jetzt kommen unsere Pflänzchen in die Erde. Erstmal reinsetzen und der nächste Schritt ist dann mit frischer Blumenerde auffüllen. Ihr könnt übrigens auch gerne ein Stück dieser Erde, die ihr bisher rausgenommen habt, unterwischen. So, das waren unsere Bodendecker und jetzt kommt der für die Bienen sehr leckere Lavendel. Auch hierfür wieder ein großes Loch ausheben, Lavendel einmal rein und auch hier wieder mit der Blumenerde auffüllen. Und jetzt zu guter Letzt das Ganze noch angießen. Auch diesen Tipp hat uns Yvonne ja mit auf den Weg gegeben. So sieht unser Pflanzenbeet jetzt aus. Jetzt ist die große Frage, was Yvonne dazu sagt. Yvonne, komm, knie dich zu mir und betrachte, was ich hier heute als DIY geschaffen habe. Was sagst du? Das sieht echt gut aus. Ich persönlich hätte vielleicht den Lavendel eher nach hinten gesetzt, dadurch, dass er einfach noch was größer wird, damit halt die Bodendecker mehr zur Geltung kommen. Wie groß wird denn der? Der kann schon bis zu 40 cm groß werden, also je nach Sorte. Mhm. Jetzt hast du die große Ehre, mich zu bewerten, mein DIY. Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist wie immer, naja, ich sag mal eher unpassend und 10 ist sehr passend. Welche Note gibst du mir? Ich hätte eine 9 von 10 gegeben, dadurch, dass ich einfach die Pflanzen anders gesetzt hätte. Okay. Damit bin ich sehr zufrieden. Yvonne, herzlichen Dank für deine Zeit, für die vielen Tipps und auch fürs DIY-Bewerten. Gerne. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich auf jeden Fall freue mich jetzt schon zu Hause, meine bienenfreundlichen und hitzeresistenten Pflanzen einzupflanzen. Macht es gerne auch und tut den Tieren damit etwas Gutes. Damit ihr nichts mehr verpasst, folgt gerne unserem Centerparks-Kanal. Abonniert uns auch auf Social Media. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Tschüss und bis bald.